Was ist deine Botschaft an die Menschen, die das Video sehen? Also mein Anliegen, ein ganz großes, ist, dass man, wenn man Menschen ohne Maske sieht, wo auch immer, in welcher Situation auch immer, nicht in erster Linie an Maskenverweigerer gedacht wird. Niemals schief. Du hast auch die Erfahrung mit der Schweizer Bahn gemacht, habe ich gesehen. Also da, ja, also das war dann schon heftig. Hast du als Politiker da in der, ich sag mal, auf der Stufe eine Möglichkeit, etwas zu bewirken? Also politisch eben, vor allem kann ich natürlich vorgehen, eben gegen diese Willkür. Der Bundesrat hat jetzt Entscheidungskompetenz und der müsste jetzt wieder zurückrudern und sagen, okay, wir rufen jetzt die normale Lage wieder aus. Ein Jahr. Was gibt es Positives zu berichten? Hast du auch positive Sachen erlebt? Also was sicher ganz positiv ist, wie vielen Menschen begegnen, und das sind mittlerweile wirklich enge Freunde darunter, die ich sonst niemals kennengelernt hätte. Das Epidemiengesetz, steht da drinnen, wie das Ganze jetzt gehandhabt wird, oder wird das interpretiert, oder wie muss ich mir das vorstellen? Was gibst du den Menschen mit, die Angst haben, sich zu äußern? Mhm. Hallo zusammen. Zu einer neuen Ausgabe von Am Tisch, diesmal mit Barbara Müller. Wir treffen uns in Arosa. Ja. Und du bist hier im Urlaub. Ja, ich bin wie jedes Jahr um diese Zeit ungefähr in den Skiferien in Arosa, weil ich ja nur noch wenig sehe, mit einem blinden Skilehrer, der also speziell ausgebildet ist, Blinde und Sehbehinderte zu führen. Ja. Und das ist wirklich sehr gut organisiert hier am Ort. Du hast aber einen kleinen Umweg gemacht. Du warst vorher, wolltest in ein anderes Hotel gehen und da wurdest du abgewiesen, abgelehnt, wie kann man das nennen? Ausgeladen. Ausgeladen. Für mich ist es quasi eine Ausladung, weil die Einladung hatte ich eigentlich schon, dass der Verein Blindenschneesport hier in Arosa, der organisiert eben 5 Tage, wo wir im Hotel Brettschli dann unterkommen oder untergekommen sind in anderen Jahren. Und dann hat jeder eine 1:1 Betreuung eben zum Skifahren. Ich selber fahre auch Snowboard als Ausnahme. Es gibt wenig Blinde oder Sehbehinderte, die Snowboard fahren. Ich schätze das sehr. Und eigentlich waren wir eben in diesem Hotel, das ich genannt habe. Die Einladung kam schon, eben auch mit der Aufforderung, eben man müsse die Maßnahmen in der jetzigen Krise, die Regeln einhalten, also inklusive Maskenpflicht, sei das beim Skifahren draußen oder auch im Hotel. Und das habe ich zur Kenntnis genommen und dachte, ja, ich habe einen Dispens, das ist ja okay, weil ein Kollege von mir, der auch sehbehindert ist, der war in einer Woche im Januar auch von dem Schneesportverein organisiert und da hat es problemlos geklappt. Nach Treu und Glauben ging ich dann davon aus, okay, dann ist das bei mir auch so. Dem war das eben aber leider nicht. Ich bekam dann 6 Tage vor Anreise dann ein Telefon, eben ob ich ein zweites Mail nicht gesehen hätte oder ich hätte Antwort geben müssen. Ich hätte quasi unterschreiben müssen, diese Maskenpflicht überall einzuhalten. Ich habe dann erklärt, der Präsidentin dieses Vereins, das geht nicht, ich habe ein Dispens, ich darf keine Maske tragen. Und das wurde einfach rundweg abgelehnt, dann hätte ich da eben nichts verloren. Ich habe beim Hotel speziell noch nachgefragt, weil der Kollege ja im Januar akzeptiert wurde ohne Maske und auch sich so aufgehalten hat im Hotel. Und da hat es in einer E-Mail geheißen, klipp und klar, nein, kommt nicht in Frage, Maskendispens wird nicht akzeptiert. Das Wahnsinnige ist ja, dass eine, ich sage mal so, ein ärztliches Zeugnis wird nicht akzeptiert. Das ist doch das Schlimme. Also was steht da drüber? Also jeder kann einfach sagen, nö, akzeptiere ich nicht. Wie weit sind wir hier, oder? Ja, einverstanden. Ich habe mich auch gewundert. Man weiß das ja auch von anderen Läden. IKEA ist so ein Paradebeispiel. Da heißt es auch, Maskendispense werden nicht akzeptiert. Es gibt andere Organisationen, von denen ich das auch schon miterlebt habe. Oder dann von Drittpersonen mitbekommen habe, die haben teilweise Hausverbot erhalten bei Lebensmittelläden. Das ist natürlich unmöglich, weil Lebensmittel, das ist Grundbedarf, da kann man niemanden ausschließen. Und es geht um ärztliche Atteste, also ist medizinisch klar festgestellt worden, die Maskentragpflicht kann hier nicht beachtet werden. Also genau gesagt, das schadet deiner Gesundheit. Ja, es würde meiner Gesundheit und von vielen anderen auch, die Dispense haben, würde es schaden. Und dann muss ich sagen, pardon, aber die Gesundheit eines jeden einzelnen Menschen hier in diesem Lande ist geschützt. Und das muss man dann eben auch respektieren. Also du respektierst ja jemanden, der sich schützen will mit einer Maske. Dann ist eigentlich
dann ist die Sache soweit erledigt. Weil das BRG sagt ja auch, wenn, und das ist auch geregelt in dieser Verordnung, wenn es Menschen irgendwo einer Veranstaltung hat, die keine Masken tragen können, dann müssen eben auch die anderen Schutzmaßnahmen wie Abstand halten eingehalten werden. Und man muss das berücksichtigen, man muss das schon im Schutzkonzept mit einbeziehen. Das wird vielmals missachtet oder missbraucht. Masken plus Abstand plus, also muss man alles kumulieren, das geht vielmals schief. Du hast auch die Erfahrung mit der Schweizer Bahn gemacht, habe ich gesehen. Also da. Ja, also das war dann schon heftig mit der SBB. Ich fahre grundsätzlich erste Klasse, da habe ich auch Ruhe, kann auch Hörbücher mir zu Gemüte führen, das mache ich dann sehr gerne. Und da wurde ich am 6. November in Thun sehr unsanft zum Zug rausgeschmissen. Mhm. Also ich von zwei Transportpolizisten, ich habe die nicht kommen sehen, weil ich hatte eine Lupenbrille auf, sodass ich am iPhone auf dem Bildschirm etwas erkennen konnte. Hatte natürlich Kopfhörer auf, um mir da was vorlesen zu lassen. Die standen nur plötzlich da. Nach einer Schrecksekunde habe ich dann bemerkt, dass das offenbar auf Transportpolizisten sind. Sehen konnte ich den ja nicht richtig, weil die Lupenbrille ja extrem vergrößert. Und ja, du hast da den Fokus, auf dem Telefon und plötzlich da. Ja. Oder? Da stehen dann einfach zwei und die haben dann auch ziemlich laut gesprochen, relativ aggressiv, so habe ich das aufgefasst, und wollten das der Test dann eben sehen. Hm. Als ich gesagt habe, eben, sie haben mich aufgefordert, eine Maske anzuziehen, sage ich, nein, ich habe einen Dispenser, dann müssen Sie das kontrollieren. Da sagte ich, nein, dazu habt ihr die Befugnis nicht. Und wenn ihr sie hättet, dann will ich es dann sehen. Dann will ich die schriftlichen Unterlagen haben. Und das konnten sie mir natürlich nicht geben. Dann kam noch ein SBB-Zugbegleiter dazu und der hat dann behauptet, ja, selbstverständlich dürfen Sie diese Atteste kontrollieren, darüber dann auch noch bestimmen, ob der gültig ist. Auch noch? Ja, das habe ich inzwischen auch schriftlich vom FB-Kundendienst, da musste ich sagen, so geht die Sache nicht. Nee, ich habe nämlich auch zwei Mails von SBB-Verantwortlichen für die Zugbegleiter und da steht klipp und klar drin, die SBB-Zugbegleiter, nicht die Transportpolizei, aber die Zugbegleiter haben kein Einsichtsrecht und die müssen einfach die mündliche Aussage respektieren. Die Menschen, die betroffen handeln, in Eigenverantwortung. Nur schon das klappt nicht. Und auch mit der Transportpolizei ist es nicht geregelt. Hm. Also auf der einen Seite haben Sie, möchten Sie die Atteste sehen und wenn Sie sie sehen, akzeptieren Sie nicht. Genau. Egal wie man das dreht und wendet, fühlt man sich da irgendwie, wie sagt man, aussätzig, abgewiesen? Wie kommt man sich da vor? Also wirklich als aussätzig und überhaupt, es ist bare Willkür. Und in der Bundesverfassung, pardon, haben wir ein Willkürverbot, das Bundesverfassung, Artikel 9. Was soll das? Es kann ja jeder kommen, irgendeine Privatperson auch, und kann behaupten, sie hätten Einsichtsrecht. Also für alle, die da jetzt gerade staunen, dass die Barbara da gerade mal mit den Gesetzen kommt, du bist ja auch politisch tätig, ja. Du bist im Kantonsrat vom Kanton Thurgau. Genau. Und dann eine Frage, wie sieht das aus? Hast du als Politiker da in der, ich sag mal, auf der Stufe eine Möglichkeit, etwas zu bewirken? Was kannst du da bewirken, dass das anders läuft? Also politisch eben, vor allem kann ich natürlich vorgehen, eben gegen diese Willkür. Das ist klar, in der Schweiz ist das nicht gestattet. Und in erster Linie ist natürlich national hier vorzugehen, aber das ist das BAG, das Bundesamt für Gesundheit, in der Pflicht. Weil die Verordnungen kommen auch eigentlich aus diesem Amt. Das Bundesamt für Gesundheit, von wo bekommt sie die Auflagen? Mhm. Wir müssen jetzt das durchsetzen. Da ist ja nicht einer und sagt, ja, heute machen wir Maskenpflicht, morgen machen wir das. Wie funktioniert das? Wie kommen die auf so Ideen? So und so läuft das. Das kommt natürlich vom Bundesrat, oder der entscheidet. Und dann wird es beim BRG hat's natürlich wie jedem Amt ein Juristenteam, oder? Die müssen das dann ausformulieren. Und der Bundesrat, das weiß man inzwischen auch, wird natürlich von der Taskforce beraten, in Anführungszeichen. Ja, massiv unter Druck gesetzt oder irgendwie einfach an der Nase herumgeführt. Also mir kommt das Was so sind mit, die Experten? Das sind die Experten, das sind Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Da muss ich sagen, ja, das bin ich aber auch. Ja, ich habe gesehen, du bist Naturwissenschaftlerin. Was heißt das? Du schaust dir Bäume an oder was verstehe ich als Laie darunter? Genau, Naturwissenschaft. Also Naturwissenschaftler ist ein Oberbegriff. Mhm. Darum versteht man viele Disziplinen wie ich. Ich bin ein Geologe. Also eine Geologin gibt es zwar selten, darum nehme ich häufig den männlichen Begriff.
Ich habe es mit Steinen zu tun, mit der Erde, mit den ganzen Vorkommnissen der Erde. Es gehören aber auch Biologen dazu, Mikrobiologen, es sind auch Chemiker, Physiker, das sind alles naturwissenschaftliche Disziplinen. Und ich habe auch an der ETH doktoriert und so lautet eben mein Doktortitel auf Scenat, also Scientia Naturalis, lateinisch eben für Naturwissenschaftler. Aber innerhalb dieser Naturwissenschaften gibt es dann die Spezialgebiete. Ja, dann hast du auch Verständnis, was man mit Viren zu tun hat, oder hast du, ich sage mal, Mitarbeiter, wie auch immer, Bekannte, die Viren, sich mit Viren beschäftigen? So. Genau, also grundsätzlich habe ich eine Grundausbildung, ich habe auch einen Abschluss, also Prüfungen abgelegt im Grundstudium Mathematik, Physik, Chemie. Mhm. Die PCR-Test, das ist reine Chemie, oder? Das kann ich mir selbstverständlich auch zu Gemüte führen, anlesen, verstehen, wie jeder andere Naturwissenschaftler auch. Dann habe ich jahrelang mit Mikrobiologen zusammengearbeitet. Ich habe untersucht, wie Bakterien Minerale verändern, also im Boden, mit dem wir wirtschaften, auf dem wir unsere Städte und Dörfer bauen, unsere Häuser. Und da habe ich natürlich auch Vorlesungen besucht in Mikrobiologie. Also ich habe auch eine Grundausbildung, was Viren, Bakterien also anbelangt. Okay. Und ich habe jede Menge Bekannte mittlerweile, Mediziner, Ärzte und Ärztinnen. Und da kenne ich mich ziemlich gut auch. Also ich kann diese Literatur, das ist ja häufig Englisch, lesen und verstehen. Mhm. Und wenn ich was nicht verstehe, dann habe ich dann in meinem Freundeskreis schon Experten. Für mich als Laie ist es schwierig, solche Fachbegriffe zu verstehen, aber das ist für dich natürlich was anderes. Eine ganz einfache Frage. Am Anfang der, sag jetzt mal, Pandemie, da wusste niemand, was auf einem zukommt, oder? Da hatte jemand allen den Respekt davor, ja, ist das so schlimm und so. Wie ist es dir da ergangen? Also, ich kann das nachvollziehen, eben die Vorsicht, weil man wusste wirklich nicht, was kommt auf uns zu. Was ist denn überhaupt auch in China am Ursprungsort überhaupt wirklich passiert? Wie da gab es nur Videos, zack, die fallen um, tot. Die fallen tot um. Also das gab es ja nie. Und dann kamen dann langsam auch die Zweifel. Eben, die Leute fallen um, zack, aus dem Nichts heraus sind sie tot. Ja, das gab es ja nicht mal bei Ebola. Und Ebola ist eine schwere, wirklich extrem schwere Erkrankung. Da stirbt die Mehrheit der Betroffenen. Mhm. Aber was mich dann eben gewundert hat, Ebola ist bis heute ein Problem in Zentralafrika geblieben. Das ist nicht, diese Viren, die sind nicht in der ganzen Welt verbreitet worden. Geht ja auch kaum, weil die Leute sterben ja wirklich leider sehr, sehr häufig an dieser schweren Erkrankung. Das heißt aber, wenn der Mensch, der Wirt, erkrankt und stirbt, dann sterben die Viren auch im menschlichen Körper und können nicht weit verbreitet werden. Hier aber bei Corona, da hat dieser Virus quasi eine Siegenszüge um die ganze Welt angetreten. Ja, also kann durch er nicht Flugzeuge, Schiffe, Waren, die durch die ganze Welt geschifft werden. Ja. Aber das heißt in der Konsequenz, dass dieser Virus offenbar recht harmlos ist und nicht den Wirt wie bei Ebola. Oder ein Überlebenskünstler. Oder ein Überlebenskünstler. Der hüpft von Mensch zu Mensch. Aber grundsätzlich tötet er den Wirt nicht eben in diesem großen Ausmaße wie Ebola-Viren das zu tun Also wenn jemand Ebola hat, dann kann er eigentlich nicht noch groß weiterreisen, dann wird er krank und stirbt. Die einen sind, wie heißt das, asymptomatisch. Asymptomatisch, wenn es das überhaupt gibt. Aber auch wenn er nur leichte Symptome hat, Erkältungssymptome, die kann man unterdrücken, man nimmt fiebersenkende Mittel, Schmerzmittel, dann hat man keine Symptome mehr, aber Überträger bleibt man. Mhm. Aber die asymptomatische Übertragung, das ist eine ganz andere Geschichte. Ja. Warum funktioniert das bei Corona und nicht bei anderen Viren? Das hat mir noch niemand beantworten können. Mir auch nicht, aber ich verstehe da zu wenig. Darum ich frage dann immer wieder mal, wie es so sieht. Das BAG mit der Maskendispenz, das verstehe ich nicht ganz. Zuerst hieß es letztes Jahr, Masken sind unnötig, die helfen nicht, die muss man für medizinische Zwecke behalten. Und plötzlich hieß es dann, ja, Masken sind gut. Also, wenn ich so schaue, dann nimmt einer seine Maske in die Hose, hat nebenan das Taschentuch, zieht die Maske an. Also, wo da die Gesundheit ist, wie kommt das, dass plötzlich alles so geschwenkt wird? Was macht da das BAG?
Also für mich war der entscheidende Punkt, so gegen den Sommer hatte man offenbar genügend Maskenmaterial. Das hatte man im Frühling ja nicht, oder? Das ist die bekannte Geschichte. Und dann eben Daniel Koch vom BAG, das wissen wahrscheinlich die meisten Leute hier in der Schweiz, hat dann eben gesagt, der Laie weiß ja nicht, wie man mit diesen Masken umzugehen hat, ja. Korrekt, oder? Und Sie wissen auch jetzt noch Das wissen Sie auch jetzt noch nicht. Ich wundere, was ich noch sehen kann. Ich wundere mich immer wieder. Ich habe schon Leute gesehen, Masken, die sie getragen haben in der SBB. Dann steigen sie aus, nehmen die Maske ab, eben Hosensack in eine Aktentasche, in den Rucksack und am anderen Morgen nehmen sie das wieder heraus. Also dann frage ich mich dann schon. Oder eben diese Maske häufig unter dem Kinn getragen. Was soll das? Es gibt warm. Ja. Im Winter kann man sie, da gibt es ein warmes Kinn. Mhm. Andere nehmen einen Schal, oder? Genau. Das Epidemiengesetz, steht da drinnen, wie das Ganze jetzt gehandhabt wird, oder wird das interpretiert, oder wie muss ich mir das vorstellen? Also was mir beim Epidemiengesetz vor allem sehr sauer aufgestoßen ist, und das weiß ich auch noch nicht so lange, ich habe ein Gespräch gehört zwischen Marcel Nickli, Strafrechtsprofessor Fribourg, von der Universität Fribourg, und einem Strafrechtler, ein Bekannter aus Solothurn, Konrad Jecker. Und das war mir nicht klar, und ich vermute, das ist auch ganz wenigen Bewohnern unseres Landes klar, dass im Epidemiengesetz vorgesehen ist, dass der Bundesrat darüber entscheiden kann, wann zum Beispiel eine besondere Lage auszurufen ist. Und dann hat er die Macht und er die Befugnis, dann eben ohne Parlament eben über Verordnungen zu entscheiden. Und das ist für mein Demokratieverständnis also absolut unhaltbar. Ich nehme jetzt mal den Bundesrat in Schutz. Notfallmaßnahmen, in dem Augenblick, wo man nicht weiß, was einem erwartet, ist es okay, wenn man das sagt, okay, komm, wir müssen uns vorbereiten. So. Aber jetzt geht der ganze Spaß schon ein Jahr. Dann heißt es immer wieder mal, Spitalbetten zu, wie sagt man, die Intensivbettenauslastung ist bei, hast du nicht 100% gesehen? Oder? Ja, nahezu, nahezu. Das gibt doch eine Möglichkeit, dass man jetzt einfach mal sagt, okay, dann erhöhen wir die Intensivbettenkapazität und die kann man ja auch wieder abbauen. Aber unterdessen muss man damit rechnen, dass Spitäler geschlossen werden, gleichzeitig zu der Pandemie. Wie funktioniert das? Ist das Willkür? Oder wie? Das in einem Jahr müsste man doch so ein Problem mehr in den Griff bekommen als nur Maske, Impfung, bist du immer noch Überträger oder der Krankheitsverlauf ist, wie sagt man, abgeschwächt, wenn du geimpft bist und so, da müsste doch eigentlich was anderes gehen. Haben wir in der Schweiz nicht Kapazitäten oder wie sagt man, Leute, Menschen, Koryphäen oder die da mal ansetzen können und sagen, hey, wir fahren jetzt mal einen anderen Kurs. Gibt's das nicht? Ich wüsste nicht wer. Der Bundesrat hat jetzt die Entscheidungskompetenz und der müsste jetzt wieder zurückrudern und sagen, okay, wir rufen jetzt die normale Lage wieder aus. Und das sehe ich eben die Krux. Das geht für mich persönlich um Machtverhältnisse und hier natürlich auch Machtmissbrauch. Ja, wer die Macht mal hat, diesem Ausmaß, der gibt sie nicht gerne wieder ab. Das war mir schon sehr suspekt nach dem Ende des Lockdowns letzten Frühling, Ende April. Ja, die Testerei ging genau gleich weiter. Die Panikmache, vor allem von der Taskforce, vom damaligen Präsidenten, die ging weiter. Schon damals hätte man wirklich die Möglichkeit gehabt, so jetzt können wir langsam, aber sicher die Maßnahmen beenden, zur Normalität zurückkehren. Und das hat man dort verpasst. Man hat zwar im Frühjahr also die Intensivbetten, also die Anzahl erhöht, man hat teilweise an gewissen Spitälern die Operationssäle umgewandelt und das hat man dann wieder rückgängig gemacht, das war ja okay, bloß dann kann man nicht im Oktober, November ging dann diese Diskussion, diese wirklich abartige Diskussion los, wurde ja immer noch im Konjunktiv berichtet von der Taskforce, Panik verbreitet, ja, die Spitäler stehen kurz vor dem Kollaps. Das weiß man erst aus einem halben Jahr, dass das sein könnte. Wenn ich den Herbst anschaue, das ist, ich sage mal, jetzt auch noch Grippesaison dazu, da schaut man doch, dass man Kapazitäten hat. Ja, aber das wurde nie wieder eingerichtet. Also da muss ich mich dann schon fragen, oder? Und dann kam dann wieder auch im Herbst, ja, man muss nicht dringend die Operationen verschieben, ja, man muss Kapazitäten frei halten. Das heißt, dann sind aber Betten leer und die Spitäler haben dann weniger Einnahmen. Das kann man dann auch wieder verwenden. Ja, die Spitäler sind nicht wirtschaftlich, die erwirtschaften Defizite. Ja. Also braucht es dann offenbar nicht mehr so viel. Ja, und da kommen Spitalschließungen. Also für mich ist das ehrlich gesagt pervers.
Es ist ja nicht nur bei der Spitalschließung, es ist ja auch so, viele Firmen sind im Lockdown. Ich sage jetzt einfach mal, ein Restaurant, Hotel oder Bar schaltet vielleicht irgendwo Werbung in der Zeitung, hat zu, macht keine Werbung. Mhm. Die Zeitung bekommt weniger Werbeeinnahmen und dann wird die Zeitung vom Staat unterstützt. Mhm. Und jetzt habe ich ein Problem für mich. Mhm. Kann ich der Zeitung noch glauben, was sie schreibt, wenn sie Staatsgelder bekommt? Weil für mich ist das doch einfach, die haben dann auch Angst, ja, wenn ich das nicht, wenn ich da anders schreibe, streichen die mir die Gelder und dann können wir den Laden zumachen. Ja. Das verstehe ich auch so. Das ist natürlich, die haben natürlich dann Angst davor, oder dass die Subventionen gestrichen werden, würden sie sich kritisch äußern. Das ist eine Abhängigkeit, die man dann natürlich bestens ausnutzen kann auf diese Art und Weise. Ja. Na, nebst dem ganzen Negativen, schauen wir mal an, ein Jahr. Was gibt es Positives zu berichten? Hast du auch positive Sachen erlebt? Also was sicher ganz positiv ist, wie vielen Menschen begegnen, und das sind mittlerweile auch wirklich enge Freunde darunter, die ich sonst niemals kennengelernt hätte. Mhm. Das ist aber wirklich das einzig Positive. Und wir versuchen ja auch gegenseitig einander zu unterstützen. Ich bin auch bei verschiedenen Vereinen jetzt tätig, Aletheia ist einer, oder? Also die Ärztewissenschaftler für Verhältnismäßigkeit. Damit schaffe ich wirklich eng mit lieben Freunden zusammen. Ich habe keinen einzigen gekannt. Ich habe auch die Anwälte wie Gerald Prey auf diese Art kennengelernt. Das wäre alles nicht möglich gewesen. Also es gibt ganz neue Kontakte, Perspektive und Umgang. Was ich gemerkt habe, ist einfach, die sich jetzt kennen, das ist irgendwie, ich sag mal, eine herzlichere Gemeinschaft. Mhm. Das zählt mehr. Ja. Das andere, das Oberflächliche, ist weggefallen. Ja, sicher. Auch Oberflächliches fällt weg, auch mit Menschen, die ich nur irgendwie begrenzt zu tun hatte vorher. Die sind teilweise jetzt auch wirklich aus dem Freundesbekanntenkreis quasi entschwunden, weil ich mindestens konnte sie dann manchmal nicht richtig einschätzen und dann hat sich herausgestellt, eben sind auch der Panik verfallen. Ja. Und dann haben sie, also es hat sich in gewissen Situationen geklärt. Mhm. Was möchtest du den Menschen da draußen weitergeben? Der meint, das Format ist ja so, am Tisch mit, da kommen Menschen zu Wort, da können sich alle melden, wenn sich eine Mutter meldet, meine Oma ist im Spital, im Spital Altersheim und leidet so und dies und jenes. Also da gibt es schlimme Geschichten auch. Die dürfen auch gesendet werden. Was ist deine Botschaft an die Menschen, die das Video sehen? Also mein Anliegen, ein ganz großes, ist, dass man, wenn man Menschen ohne Maske sieht, wo auch immer, in welcher Situation auch immer, nicht in erster Linie an Maskenverweigerer gedacht wird. Das sind in der Regel Menschen, die eben keine Maske tragen können, aus gesundheitlichen Gründen. Aber das ganz große Problem in diesem Zusammenhang, und da beschuldige ich das BAG hier wirklich versagt zu haben, man hat die breite Öffentlichkeit niemals, also kaum je, sagen wir so, darüber orientiert. Man hat die Massenmedien berichten lassen über Maskenverweigerer endlos, auch wieder dieses Wochenende passiert, nach der Demo in Liestal. Ja, das hat sicher ein großer Teil dieser Menschen, die da ohne Masken aufgetaucht sind, ja, die haben einen Gespenst, so what? Aber das wird in den Massenmedien nicht darüber berichtet. Die werden hingestellt als Corona-Leugner und Maskenverweigerer oder so. Und nun, so peitscht man die anderen auf, ja, das muss verboten werden. Ja, genau. Da dürfen dann keine Bewilligungen mehr erteilt werden. Da sage ich, sorry, aber da fängt es einfach wirklich von, das hat man von der ganz falschen Seite her irgendwie den Menschen verkauft, oder? Und da hat man quasi das Pferd beim Schwanz, oder? Ja, das Pferd von hinten aufgezäumt, oder? Und nicht in stierweige Hörner gepackt und niemals aktiv kommuniziert. Es gibt diese Maskenpflicht, ist nicht grundsätzlich und in jedem Falle gültig. Das kann nicht so sein. Es ist die Verordnung klipp und klar festgehalten, welche Ausnahmen das es gibt.
Und das war es. Und das BAG behauptet mir gegenüber einem E-Mail, also das ist ein Jurist beim BAG angestellt, das wissen die Menschen in der Schweiz. Nein, tut mir leid, es gibt ein Merkblatt des BAG, aber das ist nicht auf der ersten Seite, auf der Homepage des BAG zu finden. Das muss man wirklich regelrecht suchen. Da gibt es ja so aus, wie heißt das, medizinischen oder anderen besonderen Gründen. Also besondere Gründe, ich weiß nicht, aber wenn jemand sagt, muss nicht mal medizinisch sein, aber ich kriege keine Luft. Ja. Das ist ja nicht so, dass er gerade krank ist, aber er kriegt Kopfschmerzen, kann sich nicht konzentrieren. Kriegt Panik, ja. Da gibt es vielleicht auch solche, die sagen, ich kann mir, wie sagt man, ich bin religiösen Gründen oder so. Das müsste doch eigentlich klar sein. Ja. Ich finde einfach, die Alternativen sind zu gut versteckt. Ja. Und es ist ganz klar in der Verordnung festgehalten, eben, es gibt besondere Gründe, insbesondere medizinische. Aber eben kaum jemand weiß das, weil das nicht öffentlich kolportiert wird. Es wird nicht öffentlich verbreitet. So wie die Schlagzeile ganz oben steht, das Ding, und dann kommt noch so ein Headliner und unten irgendwo steht dann noch, gibt noch was, aber das ist nicht so wieder so gut versteckt. Bis da liest man schon gar nicht mehr. Oder? Man liest die Headline, den Abspann und dann hat es sich, aber um was es wirklich geht, das wird dann eben nicht mehr. Oder es wird schon noch erwähnt, aber bis der geneigte Leser hat dann vorher schon aufgehört. Mhm. Es gibt viele Menschen unterwegs, die eine Maskendispens, egal welcher Art, haben und sie werden mal so diskriminiert. Was kannst du den Menschen sagen? Wie können sie mit umgehen, mit solchen Situationen? Also ich wünsche Ihnen vor allem persönlich sehr viel Kraft, um das auszuhalten. Und vor allem kommt mir auch in den Sinn, schließt euch zusammen mit anderen Betroffenen. Das ist, oder tauscht euch aus. Mhm. Wie verhält man sich auch in gewissen Situationen? Was sind die rechtlichen Grundlagen? Das hilft sehr. Und ich wünsche mir auch, dass erklärt auch, warum. Und ihr könnt durchaus, in meinen Augen ist das völlig legitim, auch mal unfreundlich werden, wenn es einfach zu viel wird, wenn man immer wieder angegangen wird, dass man als quasi Mörder beschimpft wird, eben weil man zur Verbreitung einer Krankheit beiträgt, obwohl das überhaupt nicht da haben wir 2 Meter Abstand und man wird als Mörder beschimpft und das ist beschämend. Wenn sich die Menschen so verhalten, dann frage ich mich, wohin das noch führt. Ja, wo führt denn das noch hin? Also, diese Panik, diese unglaubliche Panik, wie man das gesehen hat, also das macht mich wirklich fassungslos teilweise, was die Leute oder die meisten noch hier in diesem Land und vielen anderen Orten, was die eigentlich alles glauben. Ja, es ist natürlich auch so, das Ganze ist ein Spiel mit Hoffnung und Angst. Mhm. Ich sage mal so, ich habe jetzt Wirte kennengelernt oder Firmeninhaber, die Hoffnung, ich kriege wenigstens eine Entschädigung und Angst, ich kriege nichts, wenn ich da nichts mache oder so. Und wenn sie dann sehen, die Wirte bekommen irgendwie 50 Franken im Monat oder eine bekannte 400 Franken, das reicht dann mal für die Hälfte von der Miete. Andererseits irgendwie gesagt, die Medien, die bekommen da die Millionen, die großen Beträge. Das macht doch abhängig und ich verstehe es nicht, dass man die Menschen so beeinflusst und die Menschen lassen sich so beeinflussen und werden dann richtig zum, du bist ein Mörder. Ja, eben diese Menschen, die sich auch so einfach beeinflussen lassen, das ist für mich dann wie ein Spielball, oder? Die kann man gängeln, die kann man in den Stier am Nasenring herumführen, oder? Zwischendrin mal Maßnahmen lockern, gewisse Hoffnungen, oder? Ja. Erleben, Hoffnungen auf Erleichterungen oder dann auch Erleichterungen gewähren, oder? Und dann, man findet ja immer wieder irgendeinen Grund, um Verschärfungen durchzuführen. Und wenn sie noch so völlig sinnlos sind oder überhaupt gar nicht nachvollziehbar oder schlicht und einfach falsch. Irgendwo eine Mutation aus einem Land, wo die wissen nicht mal, wo von ihrer Mutation. Genau, oder die Viren mutieren andauernd. Also wie viele Mutationen hat es dann schon gegeben? Auch dieses Coronavirus, das ist ein Verwandter von anderen Coronaviren, das ist auch eine Mutante. Ja. Sehe ich das richtig? Eigentlich eine normale Grippe, das ist auch ein Coronavirus, oder? Nein, das sind sogenannte Influenza-Viren. Ich weiß von vielen Ärzten, dass man die Symptome von einer Influenza, von einer gemeinen Grippe, von einer Corona-Krankung gar nicht unterscheiden kann. Klinisch aber dann
Influenza-Viren sind schon einiges schwächer, wenn man schaut, die wurden jetzt echt von Corona ausgerottet. Ja, genau, das wird ja behauptet, die Hygienemaßnahmen hätten zum Ausrottung der Influenza-Viren eigentlich beigetragen oder sagen die Ursache, muss ich sagen, sorry, aber dann muss ich ja lachen, was ist denn der triftige Unterschied zwischen einem Coronavirus, also SARS-CoV-2 und Influenza-Viren, dass die einen auf Hygienemaßnahmen reagieren und die anderen nicht. Man hat doch schlicht und einfach alles unter SARS-CoV, unter Covid-19, unter der Krankheit zusammengefasst und die Influenza ist doch einfach untergegangen. Oder sie wurden ausgerottet und Corona hat eine bessere PR-Abteilung. Ja genau, das haben sie zweifellos. Ja. Ich sehe schon, du bist, ich sage mal so, eine starke Frau, trotz Sehbehinderungen, du ziehst dein Ding durch, du machst das, alles was du willst. Du hast doch gesagt, du gehst nach Nepal und so, ja. Also Respekt. Was gibst du den Menschen mit, die Angst haben, sich zu äußern? Du bist ja nicht auf den Mund gefallen, du sagst, was Sache ist, klipp und klar. Wie können die davon profitieren? Was kannst du denen mitgeben, indem sie, wie soll ich sagen, selbstsicherer werden? Vielleicht eine Anleitung für die Einstellung, innere Einstellung, oder wo fängt man an, das so anzugehen? Ich denke mal, wichtig ist, dass man sich selber im Klaren wird, was habe ich zu sagen? Oder was ist mir wichtig? Was möchte ich mitgeben? Was ist mir passiert? Wie geht es mir? Und das kann man sich durchaus auch mal aufschreiben. Hm. Ich mache das natürlich nicht, weil schreiben heißt, ich müsste sehend kontrollieren. Das interessiert mich nicht. Bei mir spielt sich alles im Gedächtnis ab. Aber ich denke, das ist mal, vielleicht kann man das auch mal vor einem Spiegel machen. Hm? Ja. Oder mit Angehörigen, Freunden, die man sehr gut kennt. Und die bereit sind, einfach das, sich mal das anzuhören und vielleicht auch im Freundeskreis sich mal zu äußern, bevor man wirklich an die Öffentlichkeit tritt. Im Prinzip üben, man sagt ja, Übung macht den Meister. Was mir auffällt ist, es gibt sehr viele, wenn man sich mal privat trifft, dann sagt man, mir geht das so auf die Nerven, ja. Und. Mhm. Und das sind eigentlich, also die schweigende Mehrheit. Mhm. Die weiß, jeder denkt, ich bin alleine, und wenn er mal merkt, ich bin nicht alleine, das sind noch mehr. Ich denke mal, darum gibt es auch so einen Zuwachs an den Demos, weil dann sehen sie, ich bin nicht alleine, ich laufe einfach mit, um ein Zeichen zu setzen. Genau. Und das wär, je mehr Leute sich wirklich zeigen, sich outen und dazu stehen, sie wollen wirklich nicht mehr mitmachen, das wird auch andere dazu animieren können. Hm. Das denke ich auch, ja. Je mehr Leute kommen, je mehr werden auch nicht nur die Faust im Sack machen, sondern die Faust auch aus dem Sack herausnehmen. Und wenigstens mal mitgehen an eine Demo. Ja, genau. Irgendwann sind es 100.000, ja. Und dann muss man zuhören. Ja, genau, oder auch ein probates Mittel, das kenne ich jetzt auch aus Politik, Leserbriefe schreiben. Wer sich gerne schriftlich äußert, ja. Leserbriefe an verschiedene Zeitungen sind, das wird beachtet. Die werden auch heute noch gelesen. Das Problem ist, das habe ich jetzt gerade beim KIMI-Report heute gesehen, er hat gesagt, seine Leserbriefe werden schon gar nicht mehr abgedruckt. Ja, genau. Also, ja. Das ist dann auch so eine Art Zensur, die mir gegen den Strich geht. Ja. Eine letzte Frage, komme ich noch in den Sinn. Nützt es den Politikern, Lokalpolitikern, Nationalräten oder so, Briefe schreiben? Werden die gelesen oder, ja, das ist dieser Haufen, und das ist interessant. Ja, ich denke, wenn man sie wirklich einzeln anschreibt, ja, wird es wahrscheinlich schwierig, die haben auch nur beschränkte Kapazitäten. Mhm. Ich denke, was eher nützt, ist, wenn man direkt ans BAG, Bundesamt für Gesundheit, gelangt. Ans Bundesamt für Gesundheit, ja, genau. Bundesamt für Gesundheit, ja. Briefe schreiben. Ja. Mhm. Oder auch die Taskforce. Ja. Der Präsident ist bekannt, oder? Martin Achermann. Wir machen das jetzt so, ich suche die Adresse raus und dann kommt sie unten im Video rein. Kannst du aufschreiben oder in der Videobeschreibung, aber dann machen wir das so. Jedenfalls danke ich dir herzlich. Hast du noch irgendetwas hinzuzufügen? Im Moment nicht. Es ist eigentlich gesagt worden, eben wie gesagt, dass eben mein Anliegen war wirklich das, eben bitte mal vergesst diesen Ausdruck Maskenverweigerte, die haben die Massenmedien jetzt wirklich genügend missbraucht. Mhm. Ja, das gab es Covid-Idioten und alles mehr. Also, es gibt immer wieder alle Monate einen neuen Begriff. Ja. Und es ist einfach beschämend. Oder wir leben in einem demokratischen Rechtsstaat. Oder ich habe das mal gedacht, das sei so. Mhm. Inzwischen bin ich da nicht mehr sicher. Ich habe auch meine Zweifel, wenn ich sehe, was so läuft. Also, das ist bedenklich, was in der Schweiz geht. Ja, dann hoffen wir, dass das an viele Menschen da draußen weitergeht, dass sie daraus was lernen können
Und ich danke dir ganz herzlich und wünsche dir noch tolle Ferien in Arosa. Merci und danke für die Anfrage. Gerne. Für die Einladung. Deine Mail ist mir so ins Auge gestochen. Mhm. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Es hat mich wirklich auf die Palme gebracht. Warte, über Social Media heutzutage ist dann das sehr schnell verbreitet. Ja. Und auf Telegram. Eine Frage, hast du Telegram-Kanal für dich? So? Nein, das habe ich noch nicht eingerichtet. Noch nicht. Nein. Ich bin auf verschiedenen natürlich dabei und wo ich kommentieren kann, mache ich das auch regelmäßig. Mhm. Aber irgendwann ist die zeitliche Kapazität erschöpft und eben wie gesagt, am 1. April fliege ich zurück nach Nepal. Ich kann meine Forschungsarbeit da weitermachen. Ein guter Freund, eben der hier in den Ferien war, ohne Maske, der kommt mit als mein Assistent. Trudel weiß eigentlich schon, wie es in Nepal ausschaut. Musst du dich impfen lassen? Ja, das wissen wir sehr genau. Ja. Das Visum war problemlos zu bekommen von der Botschaft, der Nepali Botschaft in Genf. Wir kriegen es nicht mehr bei der Einreise im Flughafen, das wollen sie im Augenblick nicht. Ja. Es muss ein negativer PCR-Test. Das ist dann aber alles. Dann können wir uns frei bewegen im Land. Und in Nepal Maskenpflicht und so Zeugs gibt es nicht. Das kann man in diesem Land nicht machen, weil das Land ist eines der ärmsten der Welt. Wie sollen die Menschen sich das überhaupt leisten können, Masken zu kaufen? Das geht schlicht und ergreifend nicht. Und wenn Corona so grassiert, dann müssten da eigentlich nur noch Tote umfallen, oder? Richtig, bloß da kann ich dann auch noch anfügen, Testen, diese PCR-Tests, die berühmt-berüchtigen. Mhm. Die kann man in Kathmandu, der Hauptstadt, durchführen und in gewissen anderen großen Städten. Aber im Hochgebirge, im Himalaya, wo ich mich ja sehr oft aus geologischen Gründen aufhalte, da gibt es weder medizinische Einrichtungen, also kaum Spitäler, ganz wenige, aber es gibt keine ambulanten medizinischen Einrichtungen. Testlabore hat man natürlich auch nicht, die kann man auch nicht betreiben. Und was passiert da? Da habe ich meinen Guide, meinen Bergführer, mit dem ich seit über 10 Jahren unterwegs bin. Ich rede selber Nepali, also Landessprache, ich kann die Leute dann direkt fragen im Land. Der Guide sagt, wenn ich ihm telefoniere oder zum Beispiel WhatsApp natürlich, oder wo er Empfang hat, das ist nicht überall der Fall, habe ich ihn gefragt, aber ich stehe jetzt dann im Hochgebirge, aber habt ihr dann da eben schwere Erkrankte und Tote, oder? Soll ich an Lungenentzündung sterben, etc.? Ja, was glaubst du, wir haben nichts, das ist kein Problem. Und was ist der Grund? Ja, man kann nicht testen, ist ja klar. Und dann ist diese Sache erledigt. Wenn jemand da im Hochgebirge stirbt, ist es eher wegen Sauerstoffmangel. Ja, unter Umständen ja. Aber in einer gewissen Höhe wird es auch schwierig mit, wegen der Höhenkrankheit. Höhenkrankheit. Gut, es sind natürlich viele Nepali, die sind im Hochgebirge geboren, die sind natürlich sehr angepasst an die Umgebung. Wir müssen dann eher aufpassen, dann langsam aufsteigen. Aber wenn da jemand stirbt, das weiß man doch in der Regel gar nicht warum. Hm. Vor allem die Leute werden auch nicht so alt. Die Lebenserwartung ist bei 65 Jahren. Da hat es keine alten Menschen, die wirklich gefährdet wären. Ja. Die gibt es nicht. Okay. In dem Fall nochmal herzlichen Dank für deine Zeit. Mhm. Und falls auch ihr etwas habt, das euch am Herzen liegt, in der Beschreibung ist die Mail. Setzen wir uns an den Tisch und sprechen von Mensch zu Mensch. Genau. Ganz einfach. Mhm. Dankeschön. Ganz einfach. Merci.